Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Train Simulator Tutorial. Und zwar hat mich jemand gefragt, hey, kannst du mal ein Video machen, beziehungsweise ein Tutorial machen, wie man ein CapView Update installiert, beziehungsweise eine CapView Modifikation. Und in diesem Video geht es drum. Ich habe hier schon mal die Resim-Seite offen. Unter der Kategorie Bugfix Patches Virtual Railroads, ne? Und hier haben wir eine ganze Liste an Modifikationen, ja, also alternative Sichten für die jeweiligen Fahrzeuge. Und hier sieht man eindeutig, dass der Syntax sehr fleißig war. Also Respekt, ja, auch ein großes Dankeschön für diese klasse Arbeit. Also dicker Daumen nach oben. Und ja, wir wählen jetzt irgendeins aus. Ich nehme am besten mal hier die Baureihe 151, ja. Und ja, geben wir gleich ein Like, ne? Und hier steht auch nochmal an bei eine kleine Cappy-Modifikation für die 151 für eine bessere Sicht. Angepasst wurde nur die Sitzposition, keine weiteren Dinge. Bitte unbedingt die README achten. Bei Anregungen und Kritik bitte hier die Kommentarfunktion nutzen. So, dann werden wir das Ganze mal herunterladen. Ne? Und die Schritte, die ich mache, musst du einfach auch befolgen, ne? Weil so ist immer die Installation. Ne? Aber wie gesagt, auch bitte immer schön die README lesen. So, wir entpacken das Ganze. So, dann sehen wir hier natürlich unsere README, wo hier alles draufsteht, ne? Ja, was du für Fahrzeug benötigst und ja, das war es eigentlich im Grunde schon. Und hier halt nochmal das Bild, wie das Ganze aussieht. So, ja, dazu öffnen wir unseren Train Simulator Hauptverzeichnis. Findet ihr unter Steam Apps Common Railworks. Und da ist jetzt eins ganz wichtig. Wir gehen jetzt in den Assets-Ordner. Dann in den Virtual Railroads Ordner. Hier. Und dann suchen wir die Baureihe 151 raus. V rot. Das ist die hier. Und ganz wichtig ist, macht eine Sicherheitskopie. Macht ein Backup. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Weil, wenn ihr euch das Ganze installiert und ihr sagt dann, irgendwie gefällt mir die Sicht doch nicht so, wie es mir dann erhofft hatte, dann könnt ihr wenigstens euer Backup wieder drüber spielen, ne? Weil wenn ihr kein Backup macht, dann passiert leider das, ihr müsst quasi das Fahrzeug neu installieren, damit ihr die alte Sicht wieder habt und das ist dann halt sehr ärgerlich. So, kommen wir nun zur Installation. Es gibt zwei Möglichkeiten, das habe ich auch beim letzten Tutorial schon erwähnt, ne? Und zwar könnt ihr das entweder über den Paketmanager installieren. Das nennt sich Utilities. Das findet ihr meistens hier unten unter U Utilities. Oder ihr macht es so, wie ich immer mache, manuell. Ja, weil für mich ist manuell immer das Schnellste. Und da mache ich immer Rechtsklick, dann gehe ich auf 7-Zip, dann gehe ich auf Öffnen. So. Und ziehe mir quasi den Assets-Ordner hier in den Train Simulator Hauptverzeichnis rein und klicke auf Überschreiben. Ne? Ganz wichtig, überschreiben, weil wir wollen ja die neue Sicht haben und nicht die alte weiterhin haben. Ne? Ja, dann startet ihr quasi nur noch den Train Simulator, geht auf Einstellungen, Werkzeuge, Cache lernen. Und dann könnt ihr loslegen mit eurer neuer Sicht im Führerstand. Ja, das war's eigentlich schon. Heute mal ein sehr kurzes Tutorial. Ich glaube, das kürzeste Tutorial überhaupt. Ich weiß es gerade nicht. Und ja, das auf jeden Fall für diejenigen, die gerade in den Train Simulator eingestiegen sind und noch nicht so viel wissen, ja. Und ja, falls du noch ein Anfänger bist und du hast noch kein Tutorial gefunden, was dein Problem lösen kann, ja,
dann schreib's einfach in die Kommentare und ich werde dann gucken, ob ich dieses Tutorial machen kann oder nicht. Weil, wie gesagt, ich kann euch einiges zeigen, aber es gibt auch manchmal Sachen, da bin ich auch selbst manchmal selber überfordert und weiß keine Lösung. Ja, gut, wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ich hoffe, ich konnte dir auch weiterhelfen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei deiner neuen Sicht, ja, des Führerstands, ne? Und wie gesagt, die Installationen, die ich euch gerade gezeigt habe, sind bei den meisten Führerständen genauso, ne? Also entweder mit Utilities installieren oder halt mit über 7-Zip den Ordner in den Railvox Hauptverzeichnis ziehen und überschreiben lassen. Wichtig ist aber immer nur, immer schön Backup machen, weil, wie gesagt, es kann auch mal vorkommen, dass man am Ende sagt, nee, irgendwie gefällt mir das Ganze doch nicht, ich fand die alte Sicht besser, dann kann man das Backup wieder draufziehen, ja, und man muss nicht extra das Fahrzeug neu installieren, ne? Alles klar, gut. Dann war's das und ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend, ja, wenn der Train Simulator 2020 rauskommt. Und eine neue Folge über den TS20 werdet ihr dann am Samstag sehen. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, euer Twinomcy.tv. Ach ja, und noch eine kleine Info, TSW geht demnächst wieder weiter. Also, macht's gut, tschüss!